Hallo ihr Lieben, heute geht es um einen Schlüsselanhänger oder ein solches Statement quasi. Wir kennen das alle als rote Schleife für ja, die Erinnerung an AIDS quasi. Und das kann man natürlich als ganz normalen Schlüsselanhänger machen. Sieht ja auch ganz witzig aus und eigentlich ist dieses ganze Geschichte auch gar nicht so schwer. Ich habe beim Knüpfen festgestellt, dass ich verschiedenes Paracord habe. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist nicht ganz so stabil. Also das ist hier wirklich richtig fest, eine ganz feste Geschichte. Der Grund, den erkläre ich euch mal kurz. Da muss ich mal hinter mich greifen. So. Und zwar habe ich dafür dieses Paracord benutzt. Dieses Paracord ist relativ fest und wirklich richtig rund. Das, was wir jetzt machen, ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwann mal her habe. Also das hier ist natürlich das richtige, echte, runde, stabile. Und hier habe ich eins, das sieht man, das ist ein bisschen platt. Das hat eine breite Seite und eine schmale Seite. Oder eine schmalere. Und irgendwie ist das ein bisschen platt und auch ganz schön, also mehr beweglich als dieses andere. Ne, man kann es im Vergleich eigentlich ganz gut sehen. Das eine ist platt und das andere ist rund. Minderwertige Geräqualität gehe ich von aus. Es ist aber auch reißfest. Gut, also nicht wundern, wenn diese ganze Geschichte nachher ein bisschen anders aussieht als das, was ich hier schon mal vorbereitet habe. Hey, das ist ein Fisch. Ja, gut, also als erstes brauchen wir Paracord. Ich habe jetzt dieses ausgesucht und zwar sind das zwei Stränge mit jeweils 1,50 Meter Länge. Dann brauchen wir des Weiteren einen Schlüsselring. Meine Schlüsselringe sind irgendwie zur Neige gegangen. Deswegen gibt es einen kleinen D-Ring. Ist ja quasi das gleiche in Grün. Dann brauchen wir eine Schere. Wie immer. Ein Feuerzeug. Ich hoffe, meins funktioniert noch. Und diesmal brauchen wir wirklich diese Nadel. Zumindest geht es damit am einfachsten. Wer sowas nicht hat, der schnappt sich eine Haarnadel. Das geht auch. Zeige ich nachher auch nochmal, wie man das mit der Haarnadel macht. Und natürlich, wie man es mit dieser Nadel macht. Ich wurde gefragt, wo kriegt man die Nadeln? Im Internet oder im Bastel. Nee, nicht im Bastelladen. Doch im Bastelladen. Oder auch ein Handarbeitsladen. Handwerksladen wollte ich gerade sagen. Ein Handarbeitsladen. Irgendwie so ein Geschäft. Ansonsten bestellt es über Internet. Da gebt einfach mal ein bei Google zum Beispiel Paracord Nadel und da werdet ihr einige Sachen finden. Die gibt es für 14 Euro, die gibt es aber auch für 6, 7 Euro. Müsst ihr halt gucken, wie das denn mit den Versandkosten bestellt ist. So, dann fangen wir mal an. Wir schnappen uns mal ein Stückchen Paracord, beziehungsweise wir sehen zu, dass wir beide, das muss ich mal aus dem Bild gehen, dass wir beide Stücke mittig zusammenlegen. So, jetzt habe ich sie hier unten alle ungefähr mittig. Und dritt hier oben haben wir die Mitte. So, die Mitte. Dann machen wir das einfach mal. So. Ach, jetzt liegt hier die Nadel, das ist ganz schön. Damit werde ich jetzt hier einfach mal schnell die Mitte fixieren von dem, was wir jetzt noch nicht brauchen. So. Gut. Los geht's. Wir haben also die Mitte und legen ganz einfach ein S. Ne? So sieht es dann aus. Sieht ein bisschen aus wie das Sternzeichen Fische. So. Wenn wir das so haben, schön festhalten und schnappen uns das andere Band, die Mitte, und legen die einmal drüber.
wenn das jetzt nicht hundertprozentig die Mitte ist, macht das gar nichts. Also einmal über das Gelegte es drüber legen. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Knoten, damit dieses ganze Gebilde nicht auseinanderfällt. Schön festhalten. Und jetzt nehmt ihr den unteren von dem darauf gelegten Band. Das untere Band, sucht euch das Ende, unter dem, was hier rechts rauskommt, durch und oben durch die Schlaufe. Dann sieht das so aus. Also, das Band, was von hier oben kommt, unter dem, was hier rechts rauskommt von dem S, unten drunter durch und oben in die Schlaufe rein. Auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Hier haben wir unser S. Das ist das obere, was wir draufgelegt haben. Das geht jetzt unter dem durch und in die Schlaufe rein. So, witziges Gebilde. Und jetzt ziehen wir das alles einfach mal ein bisschen fest. Das ist so ein, quasi ein Viereck mit einem schrägen oben drauf, mit einer Schräge oben drauf. So schön vorsichtig zusammenziehen. Nicht zu fest und nicht zu schnell. So, schon ist unser Knoten fertig. Der erste. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt in alle vier Richtungen einen Strang. Und das ist die Grundlage für unseren Schlüsselanhänger. So, hier oben ist immer unser Anfangscord. Jetzt ist es auf der rechten Seite, das heißt, wir gehen auch von rechts nach links mit der Reihenfolge. So, jetzt muss man meine Nadel hier wegpacken. So, also von oben quasi von 12 auf 6 Uhr legen. Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Das, was von rechts kommt, wird einmal hier drüber gelegt. Dann das nächste Cord wäre jetzt das, was hier auf 6 Uhr ist. Einfach nach oben legen. Und das letzte wäre das Band auf 9 Uhr. Das legen wir über dieses Cord, was von unten kommt, und durch die Schlaufe vom ersten Cord durch. Vorsichtig festziehen. Richtungen ziehen. Fertig. Jetzt sieht man schon, es wölbt sich ein bisschen nach oben. Und so sieht es hinten aus. Oh, das ist ein bisschen schief geworden. Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. So. Weiter geht's. Nächster Knoten. Jetzt haben wir das 12-Uhr-Cord auf der linken Seite. Das heißt, wir gehen auch links rum nach rechts. Also Chord Nummer 1 von 12 auf 6, Chord Nummer 2 von 9 auf 3, Chord Nummer 3 hier unten von 6 auf 12 und Chord Nummer 4 geht von 3 über dieses Cord rüber und durch die Schlaufe vom ersten Cord. Ziehen wir die ganze Geschichte wieder fest. Da geht's langsam nach oben. So, nächster Knoten. Es geht wieder los mit dem 12-Uhr-Chord auf der rechten Seite, also rechts rum.
6 auf 12, 6 auf 12, 12 auf 6, 3 auf 9, jetzt kommt 6 auf 12 und die 9 über dieses Chord durch die Schlaufe vom ersten. Festziehen. So, wie man sehr schön sieht, jetzt sind wir bei 3 Steps. Zwei, eins, noch ein bisschen dichter ran. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das machen wir jetzt 15 Mal. Also noch 15, nein, noch 12 Knoten, sodass wir dann 15 Knoten insgesamt haben. Und da ja zwischendurch immer mal ein bisschen abzählen. So, von 12 auf 6, es geht von links nach rechts. 6 nach 12 und die 3 über dieses Ding in den ersten. Nach den ersten zwei, drei Knoten geht das schon quasi von selbst. Sieht vielleicht zum Anfang ein bisschen schwerer aus, als es letztendlich wirklich ist. So, dann haben wir von 12 auf 6, ist wieder auf der rechten Seite, also geht's rechts weiter. Mein Tisch ist einfach mal zu klein hier. So. Und der geht durch die erste Schlaufe durch. Dann ist das wieder links, also geht es auch links weiter. Und durch die erste durch. So, ich zeige euch noch mal einen ganz, ganz langsam. Aber eigentlich dürfte hier jeder so langsam mitkommen. So, schön festziehen. So, wir haben das 12-Uhr-Chord auf der rechten Seite, linke Seite, rechte Seite. Von oben nach unten. Ich halte mir das hier dann immer so zwischen den Fingern fest, dass das hier auch wirklich bis zum Schluss eine Schlaufe bleibt. Also von 12 auf 6. Rechtes Chord bedeutet, hier geht's rum. Demzufolge 3 Uhr auf 9 Uhr. Dann haben wir 6 Uhr auf 12 Uhr. Und zum Schluss das oberste 9 Uhr über dieses von 6 auf 12 kommende rüber und durch die Schlaufe durch. Das war's. Festziehen und weiter geht's. Verwirrter Gequatsche zähle ich hier gar nicht mit. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis zu 15 müssen wir noch. 15. Das ist es. So sieht's aus. Und jetzt kommt der Ring. Den nehmt ihr einfach auf das 12-Uhr-Band. Einfach einfädeln. Ist jetzt vollkommen egal, was ihr für einen Ring habt.
So. Der Ring sitzt, zumindest schlabbert er dann rum und dann geht's einfach weiter mit dem Knoten. Schwupp, ein ganz normaler Knoten rüber, der Ring ist hier unten platziert. Ich muss hier jetzt mal ein bisschen umdrehen. So. Festziehen. Ihr habt dann natürlich einen schöneren Ring, weil eurer rund ist. Meiner ist eckig. Aber ich in meinem Fall, wenn ihr auch so einen D-Ring habt, ist das jetzt alles gar nicht so dramatisch. Weil, dann macht ihr nämlich einfach noch hiermit fest. Wir sind sowieso dabei, die linke Seite. Das ist jetzt nur für alle. Alle anderen, die einen runden Ring haben, machen ganz normal weiter. Oder ihr könnt natürlich auch das durch alle beide fädeln. Das heißt, ihr nehmt wieder den 12 Uhr. Hier ist euer Ring drin. Wie ihr seht, nur durch eine Lasche durch. Jetzt nehmt ihr das Ding, schiebt das nochmal durch, das Cord. So. Denkt dran, ihr braucht die Schlaufe nachher. Dann geht es ganz normal weiter. Einmal rüber, einmal hoch, einmal durch die Schlaufe, die von 12 Uhr und jetzt auch durch den Ring durchkommt. So. Und schon ist der Ring fest durch zwei Arbeitsschritte. So, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Es geht weiter bis, blüm, ich glaube 25. Ja, das ist kein Spaziergang hier. Leute, Leute. Es ist ein bisschen eintönig, diese ganze Arbeit, weil es immer das Gleiche ist. Aber es ist ja eigentlich immer so. Auch bei einem Armband, man muss ja erstmal eine ganze Weile knoten, 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 knoten. Ihr müsst halt nur immer aufpassen, dass ihr auch das richtige Band nehmt, beziehungsweise in die richtige Reihe fädelt. Also, links ist das Band, also geht es auch links weiter. Ansonsten, wenn ihr merkt, ein Knoten sieht komisch aus, Entschuldigung, wenn ihr merkt, ein Knoten sieht komisch aus, macht ihn einfach auf und macht es nochmal von vorne. Den Knoten, nicht das ganze Band. Das passiert jedem, auch mir. Und wahrscheinlich allen anderen auch. Was man so im Internet findet, da findet man ja, ach, hunderte Anleitungsvideos. Man muss sich dann halt immer nur das raussuchen, was man gerade braucht. Und dann kann man das per Anleitung direkt mitknüpfen. Angekommen. Dreiviertel ist fertig. Sieht witzig aus, jetzt so gebogen. Jetzt verbinden wir diese beiden Stücke miteinander. War ein bisschen dicht gerade. So. Dazu brauchen wir jetzt, wie gesagt, diese Paracordnadel. Für alle, die keine zur Hand haben, zeige ich euch erstmal, wie es mit einer solchen Haarnadel geht. So. Wir möchten jetzt dieses Stück hier verbinden. Dazu nehmen wir das oberste als erstes und zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der siebte Step, den wir hatten, da schiebt ihr jetzt eure Haarnadel durch. Na, nun komm schon. Ist nicht ganz so einfach, gebe ich zu, aber es wird beim zweiten Teil noch schlimmer. So, das ist der siebte Step, den wir hatten. Und dann nehmt ihr jetzt das obere Cord und fädelt es durch die Haarnadel. Nicht zu weit. Und jetzt zieht ihr einfach die Haarnadel hier durch. Wieder rausziehen. Es ist ein bisschen schwierig, weil das Cord natürlich dicker ist.
Jetzt, wo es doppelt liegt. So. Haben wir es durch. Hana, ah, kann raus. Und jetzt wird das Cord einfach durchgezogen. So, quasi. So, und jetzt zeige ich euch, wie es einfacher geht. Das zweite Cord neben dem. Mein Cord ist ein bisschen platt gedrückt, warum auch immer. Wird jetzt ein bisschen angerundet, weil es muss ja in die Nadel rein. Aber so, Nadel eindrehen. Jetzt hatten wir den siebten Step. Der hier liegt ein bisschen tiefer, also nehmen wir den sechsten Step, den der hier vorne ist, und gehen da mit der Nadel durch. So, Nadel schön durchschieben. Und rüberziehen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Das heißt, hier ist es durch. Wir nehmen uns die andere Seite. Wieder das Paracord in die Nadel, beziehungsweise mit eurer Haarklammer. Das hier ist das oberste, geht also auch durch die 7. Durch den ersten hier durch. Hoppala, da gleich die Nadel aus der Hand gefallen. Geht jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir ja auf der anderen Seite schon mal durchgegangen sind. Das heißt, es wird immer enger, dieser Raum, den wir dort haben. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das da durch. So. Durchziehen. Und mit dem letzten Cord, jetzt sind alle schon hier drüben, das letzte Cord kommt dann natürlich auch noch durch. Gucken, ob wir das hinkriegen. Und muss ich es mal anschmelzen. Ja, das geht gerade so. Nicht schön, aber selten. So, dann haben wir die 7, dann ist das hier die 6. Und wieder kräftig durchstechen hier mit der Nadel oder eben eure Haarnadel. Das wird jetzt echt gefährlich fürs Fingerbrechen. Und zieht die ganze Sache richtig fest. Alle 4 Streben nochmal richtig festziehen. Dann habt ihr jetzt nämlich eine solche 9. So. Eigentlich ganz einfach, wie es jetzt weitergeht. Jetzt gucken nämlich alle 4 Streben hier aus diesem Cord raus. Und zwar, wer hätte es gedacht, wenn wir uns das so hinlegen, in alle 4 Richtungen ein Cord. Und wie ihr seht, links ist das höchste Cord, also geht es linksknotig weiter. So wie wir es vorhin hatten. Von 3 auf 6. Und von 3 auf 6. Von 6 auf 12. Und von 3 auf 9. Wir machen wieder einen Knoten, wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Nur, dass wir jetzt hier am anderen Cord, am fertigen Cord weitermachen. So, jetzt brauchen wir nicht allzu viele Knoten. Wir gucken jetzt, dass wir das genauso lang kriegen wie die andere Seite. Das ist Augenmaß, ansonsten zählt ihr die Knoten, es müssten 5 oder 6 sein. Aber Augenmaß reicht vollkommen aus. So, wieder links rum. Upsala, das habe ich euch weggedreht. So, wieder festziehen. Diese ganze Knoterei.
So, und wie ihr seht, wird es langsam. Und wir sind fast fertig. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Es könnte sogar sein, dass das der letzte ist. Huch, das ist mir alles aus der Hand gefallen. Maybe, maybe. Gucken wir gleich mal, ob das schon reicht. Ich würde sagen, per Augenmaß, das reicht. Sehr schön, sehr schön. So, dann ziehen wir das alles hier nochmal richtig fest. Jeden einzelnen Cord, der da unten rausguckt. Und dann, ihr kennt es schon, abschneiden. Alle vier Cordenden relativ dicht, nur so ein paar Millimeterchen überstehen lassen und jetzt schmelzen und platt machen. Nächste Seite. Wir wollen ja die Form behalten. Deswegen drücken wir heute einfach mit dem Feuerzeug dagegen oder mit der Schere. Ihr könnt das Ding auch auf den Tisch drücken. Wenn ich es auf den Tisch drücke, dann könnt ihr aber nichts mehr sehen. Deswegen mache ich das heute am Feuerzeug. Das Ding ist ja groß genug hier, was ich hier zur Hand habe. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist das Einzigste, was noch so halbwegs gut funktioniert. So. Vierecken und fertig ist der kleine Schlüsselanhänger. Das war das. Ganz niedliche Geschichte. Jetzt könnt ihr das an Schlüsselbund machen. Kann man natürlich auch in Rot machen, um zu signalisieren, ich denke an AIDS und wir hoffen alle auf eine baldige Lösung. Ansonsten macht es bunt, macht es zweifarbig, macht es mit reflektierendem Cord, wie auch immer ihr möchtet. Ihr könnt theoretisch auch vierfarbig machen. Dann müsst ihr am Anfang, wenn ihr also euer Paracord mittig nehmt, dann nehmt ihr nicht 1,50 m, sondern halt die Hälfte, ja, 1,25 m. Von jeder Farbe. Und zwei Farben schweißt ihr hier in der Mitte immer zusammen. Und dann ist diese Schweißstelle von den zwei Farben, dann könnte das hier blau und das hier rot sein, das ist dann die Mitte. Und bei den anderen, dann nehmt ihr dann halt, keine Ahnung, gelb und grün. Und so habt ihr blau, gelb, rot und grün in einem. Probiert euch aus, macht Spaß und ihr werdet ja sehen, wenn es zum Anfang ein bisschen doof aussieht, trennt ihr halt alles wieder auf. Und macht das mit einer anderen Farbe weiter. So, die zwei und ich, wir verabschieden uns und wünschen euch viel Spaß beim Nachknoten und bis bald.